Heute hat jeder das Potenzial zum Gründer. Es stimmt nicht, dass man 12 Stunden am Tag arbeiten muss. Es stimmt auch nicht, dass man ein Patent braucht oder dass man viel Kapital braucht. Du musst auch nicht ein Experte in Betriebswirtschaftslehre sein, Financing, Marketing beherrschen. Ich sage das nicht einfach so, sondern ich sage das mit dem Hintergrund von 30 Jahren Erfahrung, Beschäftigung mit dem Thema Gründung. Was du wirklich brauchst, ist ein durchdachtes und ausgereiftes Konzept. Einfälle und Ideen gibt es viele. Gute Gründungskonzepte dagegen sind ausgesprochen rar. Daher hat die Stiftung für Entrepreneurship die Gründergarage entwickelt. Hier lernst du auf Basis des Konzepts Kopf schlägt Kapital in 10 Schritten, wie du deine Anfangsidee zu einem ausgereiften High-Potential-Konzept erarbeiten kannst. Außerdem vermittelt dir unser Online-Training Grundkenntnisse zum Thema Entrepreneurship, internetbasierten Geschäftsmodellen und Crowdfunding. Und wer wirklich an seinem eigenen Ideenkonzept arbeiten möchte, der sollte sein neues Wissen sofort im praktischen Übungsteil testen und auf die eigene Gründungsidee anwenden. Hast du schon ein fertiges Konzept in der Tasche? Dann empfehlen wir dir, dein Konzept vor deiner Gründung nochmals mit Hilfe unseres praktischen Übungsteils auf Herz und Nieren zu prüfen und dir einen Sparringspartner zu suchen. Eine Person, die sich auch mit einer Gründungsidee befasst und dir wertvolles Feedback geben kann. In der Gründergarage bieten wir dir die Möglichkeit, dein erarbeitetes Konzept im Videochat anderen Sparringspartnern zu pitchen. Danach weißt du ganz genau, was an deinem Konzept vielleicht noch unklar ist und kannst mit deinem passenden Sparringspartner weiter an deinem Ideenkonzept, deinem Entrepreneurial Design arbeiten. Ja, mit einem Einfall, mit einer kleinen Idee fängt es an. Und wenn man Potenzial in dieser Idee sieht, dann lässt einen das nicht mehr los. Man recherchiert, arbeitet an der Idee, brütet darüber. Sie wächst, gewinnt an Tiefe und an Umfang. Man verwirft, entwirft neu, bis irgendwann alles zur Passung gebracht wird. Gutes Entrepreneurial Design hat was mit Kunst zu tun und Konstruktion. Wenn Stöße von außen kommen, durch Markt oder Wettbewerb, dann sollte es wieder in seine Ausgangsbalance zurückfinden. Und natürlich, es sollte auf mehr als einem Bein stehen. Es ist nicht mehr ganz so elegant, aber es balanciert immer noch aus. Die Anfangsidee lautete, kann man Tee eigentlich nicht sehr viel preiswerter anbieten? Tee verlässt die Plantage als Endprodukt. Keine weiteren Verarbeitungsschritte sind notwendig. Nur noch verpacken. Warum ist das Produkt dann im Teegeschäft so teuer? Teuer machen den Tee die vielen Stufen des Zwischenhandels. Kann man das nicht umgehen? Wie wäre es, wenn man den besten Tee einkauft, den es überhaupt gibt? Als Argument und als Maßstab. Gibt es einen solchen Tee? Die Teeregion Darjeeling, die erste Pflückung nach der Winterpause. Der legendäre First Flush. Ein unbestreitbarer Qualitätsmaßstab. Der beste Tee der Welt zu einem unschlagbar niedrigen Preis. Damit müssten doch die Käufer zu überzeugen sein. So, dass die Einkaufsmengen groß genug werden, um direkt im Erzeugerland einzukaufen? Wir haben das Hauptstandbein gefunden. Der deutlich niedrigere Preis gegenüber vergleichbaren Angeboten der Konkurrenz. Unterböte jemand unsere Preise, hätten wir noch weitere Beine. Die Vielzahl und Transparenz der chemischen Rückstandsanalysen, die Garantie für 100% reinen Darjeeling oder die effiziente Logistik des Unternehmens als Folge eines einfachen Konzepts. Die Teekampagne hat mittlerweile mehr als 200.000 Kunden, ist das größte Teeversandhaus in der Bundesrepublik und der größte Darjeeling-Importeur weltweit. Wenn ich von der Idee der Teekampagne erzähle, höre ich nicht selten: So einfach ist das? Warum bin ich da nicht bloß selbst drauf gekommen? Als Ergebnis sieht es so einfach aus, aber es ist keineswegs einfach. Es ist das Ergebnis eines ziemlich langwierigen Denkprozesses. Eine Idee ist nicht einfach fertig. An einer Idee muss man arbeiten, wie ein Bildhauer, der mit seinem Material umgeht und ausprobiert, bis es zusammenpasst. So, jetzt bist du an der Reihe. Hast du schon eine Anfangsidee?